Es ist wieder Anfang Jahr und man muss sich überlegen, was passiert 2018. Schon letztes Jahr habe ich mir überlegt, was wird 2017 wohl passieren. Ich habe ein kurzes Video gemacht und Ihnen erläutert, wie schwierig es ist, Expertenvorhersagen zu machen. Und ich war skeptisch. Und wie es so war, es war eines der besten Börsenjahre aller Zeiten. Ein ausgezeichnetes 2017. Und wenn man jetzt hört, was die Experten so sagen über das Jahr 2018, dann hört man vor allem eins: Es wird wieder gut sein, einfach nicht so gut wie letztes Jahr. Und das ist typisch bei den Vorhersagen. Sie sind meistens genau dort, wo sie schon im Vorjahr waren. Und da stellt sich die Frage, ob das etwas bringt. Ich kann mich erinnern, ich habe das Buch von Peter Lynch gelesen, ein Wall Street Guru, und er hat gesagt, er sei jedes Jahr von Barron's, einem amerikanischen Magazin, eingeladen worden und hätte seine Vorhersage für das Jahr abgeben müssen. Nicht nur er, auch 20 andere Top Wall Street Leute mussten das tun, und das Ergebnis war immer das gleiche. Es ist komplett anders herausgekommen, als man erwartet hat. Es gibt sogar Wissenschaftler, die sagen, man soll genau das tun, was die Experten nicht sagen. Und ich möchte Ihnen das mal kurz erläutern. Stellen Sie sich vor, Sie haben drei Möglichkeiten für das nächste Jahr und fragen Finanzanalysten, was wird passieren? Die Börse wächst 10%, die Börse wächst überhaupt nicht und die Börse wächst minus 10%. Jetzt können Sie sich vorstellen, wenn man das genügend Leuten sagt, dann werden ein paar Leute sagen, sie wächst 10%, ein paar werden sagen 0 und ein paar werden sagen minus 10%. Was man dann macht, ist für jeden, der hier sagt, es wächst 10%, macht man den Bar ein bisschen höher. Das heißt, nehmen wir mal an, so viele Leute hätten gesagt, es ist 10%, so viele Leute würden sagen, es ist bisschen weniger, minus 10%, und nur ganz wenige würden sagen, ja, es wird einfach flach sein, es wird gerade weitergehen. Angenommen, das wäre unser Ergebnis. Man hat das gemacht und herausgefunden, dass dort, wo die Leute am wenigsten drauf tippen, dass sehr wahrscheinlich das die wahrscheinlichste Ausgangslage sein wird. Also, wenn weniger Leute erwarten, dass es nicht wachsen wird, dann ist das sehr wahrscheinlich die Zukunft für 2018. Ich bin sehr skeptisch, wie auch schon letztes Jahr. Irgendwann muss eine Korrektur kommen. Natürlich hört man das nicht gern. Ich habe auch schon darüber gesprochen, wie man das mit Optionen absichern kann. Ich habe das Gefühl, es ist zu teuer, denn wenn ich das tun würde, hätte ich bereits 2015 angefangen und schon eine ganze Menge Geld verloren. Meine Vorhersage für 2018 ist wieder konservativ. Ich glaube nicht, dass es noch mehr steigt. Trotzdem bleibe ich dabei, ich bleibe am Aktien investieren, denn ich kann nicht sagen, ob nicht 2018 wieder so gut wird wie 2017, und diese Rallye würde ich dann nicht ausgelassen haben wollen. Das ist meine Entscheidung, viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.